Herzlich willkommen zurück, Mikrofon richten, zu Let's Play Fallout 4. Ich habe Codsworth wieder weggeschickt und habe den Neotron neu aufgebaut. Sieht er nicht geil aus? Er hat jetzt den Helm von Ahab auf. So, aber wir sind hier, wir müssen mit Ada reden. Hier, Ada. Der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Sinn. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zur Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler, denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Deine Persönlichkeit macht dich zu einem Individuum. Gib das nie auf. Du hast recht. Alle schönen Erinnerungen, die ich als Ada gesammelt habe, wären ohne den Persönlichkeitsmodus verloren. Das darf nicht passieren. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Baue Jezebel einen Körper. Na gut, machen wir das doch. Ich frage mich nur, ob das jetzt mit dem Neotron so eine gute Idee ist. Ich glaube, der wird schon... Ja, ich lasse ihn einfach mal. So. Neuer Automatron. So, was kriegt ihr für ein... Ja komm, die machen wir rein komplett zum Robohirn. Ja, ich bin jetzt gerade nicht so wirklich, dass ich jetzt den Überkörper bauen muss. Farbe. Sie wird orange. So. Wie genau mache ich dann das jetzt? Ach, Jezebels Kopf muss drauf. So, jetzt stimmt das. Rede mit Jezebel. Interessant. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde
ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Nun, ich wollte deinen Kopf erst auf Liberty Primes Körper montieren, aber ich habe mich stattdessen für ein kleines Bastelprojekt entschieden. Enttäuscht? Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Der Mechanist hatte diese Befehle erteilt? Menschen zu töten? Nun, nicht ganz. Der genaue Befehl lautete, Menschen zu helfen. Ich habe ihn lediglich so interpretiert, dass ich meine Pflicht optimal effizient erfüllen kann. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber angesichts Ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass Sie es nicht verstehen. Hey, hey, können wir bitte mit dem Gezicke aufhören und zu dem Teil kommen, wo du mir sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme? Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Und im Gegensatz zu Menschen fehlt mir die Fähigkeit zu lügen. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen Sie einen Ihrer Roboter mit der Modifikation MSAP ausstatten. Ich lade die Pläne auf Ihren Pip-Boy. So, ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Sind wir tatsächlich schon so weit? Es ist immer faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. So, und wo muss ich den bis jetzt, Jetzt warte mal. Ah, ich muss jetzt wieder mit der Ada reden, okay? Mal das Licht anmachen. Hey, Ada. Sie haben Ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich war sie nicht zu schwierig. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten Sie herausfinden, wie man zum Mechanist gelangt? Ich muss einen Roboter mit einem sogenannten M-Set ausrüsten. Jezebel hat mir die Pläne gegeben. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Was schlägst du vor? Ich bin mir unschlüssig. Ich möchte, dass der Mechanist das Schicksal meiner Freunde teilt. Aber das liegt an meiner Persönlichkeitssubroutine. Wenn ich genauer darüber nachdenke, möchte ich gern Motiv und Hintergründe wissen, bevor ich urteile. Deshalb überlasse ich die Entscheidung Ihnen. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Darf ich Sie bei dieser Mission unterstützen? Nein, bleib hier. Verstehe. Ich möchte natürlich nicht, dass meine persönlichen Belange zu Komplikationen führen.
Installiere das MZ beim Roboter. Also irgendwie sind die Beine bei ihm scheiße. So sieht er ja vollkommen blöd aus. Und die sind scheiße. Ich gebe ihm mal die Aggressor-Trombeine. Ja gut, mit Rüstung geht schon. Da sieht das jetzt nicht ganz so doof aus dazu. So, Spezialmods. MZ. Anfertigen. Sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir zum Mechanist kommen? Ehrlich? So ist meine M14. Ich will die wieder ausrüsten erstmal. Ach nee, ich wollte das. Was mache ich denn? Ich habe doch das Tesla-Gewehr. Das ist übrigens echt nicht schlecht. Jetzt finde ich es nur nicht mehr. Tesla. Ich habe viel zu viel Waffen. Da ist es, Tesla-Gewehr. So. Okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen weit zum Laufen. Ich würde sagen, wir starten vom Flughafen aus. Das ist nun doch ein bisschen weit zum Laufen. Aber würde mich ja jetzt schon wundern, ob das wirklich jetzt gleich schon das Ende ist. Ach, guck, er patrouilliert. Safe Game an der Stelle. Weil wir wirklich schon so weit sind. Vielleicht habe ich dann später noch was, was ich in einem kleinen Special noch zeigen kann, von dem ich ja weiß, dass es funktioniert. Oder beziehungsweise, dass es so ein kleines. Ja, ich will es nicht unbedingt Easter Egg nehmen, aber es ist ein bisschen speziell. Das ist auf jeden Fall ein neues Gebäude, glaube ich, oder? Tagesplan. Nachrichten. On Mark Kim. Wir sollten eine Besprechung zur diesjährigen Halloween-Party planen. Wir müssen abstimmen, ob Kostümpflicht herrscht und über das Catering entscheiden. Das ist alles? Kontakte. Jerry Adams. Ja, viel zum Lesen gibt es jetzt dann nicht unbedingt. Schade, dass man die Roboterteile nicht aufheben kann, die sonst noch hier rumliegen. Ich nehme mal das Zeug alles mit. Da noch was Interessanteres drin steht als in dem anderen Gras. Ja. Bekanntmachungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Mitarbeiter auf der Robco Vertriebszentrale sich an folgende Verhaltensrichtlinien zu halten haben. Hände weg von Ladungen mit der Bezeichnung RB2851. Ich denke, dass sämtliche Mitarbeiter wissen, wie unsere üblichen Ladungen aussehen. Jegliches angeblich versehentliche Öffnen wird umgehend mit Kündigung sowie umfangreicher Befragung unserer Freunde im Kellergeschoss geahndet.
Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie ihre Namensschilder tragen. Die Namensschilder sollten deutlich sichtbar oben rechts auf dem Hemd der Uniform angebracht sein. Bitte tragen Sie Ihr eigenes Namensschild. Tauschen verboten. Kunden, Freunde und Familienmitglieder sind im hinteren Kundendienstbereich nicht mehr zulässig. Anfragen an Abteilung Kundendienst. Miss Blanche behauptet, ihr Terminal funktioniere plötzlich nicht mehr. Die Standardfehlermeldung wird angezeigt. Sie meint, dass das System immer häufiger abgestürzt ist und jetzt nicht einmal mehr hochfährt. So viel zu plötzlich. Wenn ich mir sie so ansehe, würde ich sagen, dass da ein ganzes Katzenfell an Haaren im Rechner steckt. Wahrscheinlich Überhitzung. Lösung, Vorgang läuft. Bronwyn Sullivan. Miss Sullivan behauptet, dass ihr E601 an ihr Büronetzwerk angeschlossen war, aber nie ihre Intramails verschickte. Außerdem sagt sie, dass das Benachrichtigungssystem, das wir beim Kauf für sie eingerichtet hatten, überhaupt nicht funktioniert. Keine Ahnung, wo das Problem liegt. Angeblich hat ihre IT-Abteilung den Computer überprüft, ohne herauszufinden, was damit nicht stimmt. Sie hat ihn hierher gebracht und mit einer Klage gedroht. Hat offenbar ein paar für sie echt wichtige Besprechungen vermurkst. Bewertung P. Benson. Sieht aus, als hätte Carmine diesen Computer sabotiert, bevor er ging. Keine Ahnung, ob das was Persönliches war oder nur sein Abschiedsgeschenk. Ich glaube, ich weiß, was er da gemacht hat, aber ich kann nichts versprechen. Ich empfehle, dass wir dieses Terminal durch ein neues ersetzen, das garantiert unkompromittiert ist. Calvin Crenshaw. Crenshaw ist wieder mit seinem uralten Terminal da. Es ist jetzt mindestens 7 Jahre alt, stürzt ab, wenn er rote Gefahr spielen will. Calvin wird nachgeben und ein neues Terminal kaufen müssen. Dieser alte NX12 taugt mittlerweile nur noch für Dokumente und textbasierte Spiele. Er bräuchte mehr Speicher und den unterstützt dieses Terminal nicht einmal. Also entweder ein komplett neues Innenleben oder ein brandneues Terminal. Ihre Entscheidung. So, Safe-Steuerung machen wir natürlich auf. Und wo ist der Safe? Da ist der Safe. Oh, Heilandsack. Kaputtes Terminal und daneben liegt ein Brief, Arbeitsauftrag. Henrietta Blanche, Termina RX6550 stürzt direkt beim Hochfahren ab, vermutlich überhitzen. Gesamte Konsole muss gereinigt werden für neue Bewertung nach Befreiung der Hardware durch, bla bla bla. Okay. Hier drüben. Das sieht schon cool aus, selbst mit den Aggressor drum rein. Diese Einheit befindet sich im Auslieferungsmodus. Möchten Sie die Persönlichkeitssubroutine der Einheit aktivieren? Persönlichkeitssubroutine? Kannst du mir das bitte erklären? Bearbeite. Diese Einheit ist mit einer dynamischen Persönlichkeitssubroutine ausgestattet, um eine menschlichere Interaktion zu ermöglichen. Die Subroutine verfügt über mehrere fortschrittliche KI-Protokolle, etwa für Gefühle, Humor, Gesellschaft und Empathie. Der Hersteller empfiehlt die Aktivierung der Persönlichkeitssubroutine, falls eine längerfristige Zusammenarbeit mit dieser Einheit ansteht. Möchten Sie die Persönlichkeitssubroutine dieser Einheit aktivieren? Aber unbedingt. Klar, das wäre super. Verstanden. Persönlichkeitssubroutine wird aktiviert. Hier bitte, Sir. Da sind wir echt schon so weit, dass wir beim Mechanist sind. Okay. Hätte ich jetzt ja nicht erwartet, dass es so schnell geht. Öffne Sicherheitstüren. Aber ob wir nun wirklich den Mechanist treffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann!